Moin Moin, hier ist wieder euer Matthias von Gamtastical.at mit einer neuen Ausgabe von WWE 2K16 mit AJ Styles. Wir haben heute ein Match gegen Luke Harper von der Wyatt Family. Die Authority möchte, dass er den Signature Move des Gegners kontert. Das könnten wir eventuell sogar hinbekommen. Und wir haben wieder sehr, sehr komische Matches. Ich gehe gar nicht mehr drauf ein, glaube ich. Das sind wirklich teilweise einfach mega seltsame Sachen, die hier so angesetzt werden. Aber naja, das Match gegen Luke Harper, das sieht mir doch ein bisschen besser aus. Und ich freue mich auf jeden Fall drauf. Die Wyatt Family, eigentlich mein absoluter Favorite Stable, auch wenn die Darstellung, naja, nicht so pralle ist, wenn wir ehrlich sind. Im Moment hört man auch nicht so viel von der Wyatt Family. Ah, da konnte er gleich mal mit einer Powerbomb, mit einer Sit-Out-Powerbomb. Und jetzt sollten wir aber hier mal die erste Offensivaktion zeigen. Na komm. So, wir haben ihn. Whip-in. Haben hier schon sehr, sehr viele Konterverbrauch gegen Harper. Sieht aktuell sehr, sehr schlecht aus. Muss man leider mal so sagen. Das haben wir auch verhaut. Gar nicht gut. So, keine Reversals mehr. Und Harper, ja, der macht das sehr schlau. Back Suplex erstmal. Das könnte jetzt erstmal bitter werden. Aber gut, wir wollen ja sowieso den Signature kontern. Chicken Wing Suplex erstmal. Das gibt's doch nicht. Und es geht von vorne los. Der ganze Spaß von vorne. Ah, jetzt das Cover. Und AJ bedankt sich für die paar Prozente. Schönes Ding. Mini-Offensive hier von Styles. Harper's gone after Daniel Bryan, John Cena, and I have a feeling things are going to get a lot worse around here. Bumps, Hurricane Runner. That type of speed is so hard to contain. Oh, das war wieder schlecht gespielt hier. Aber jetzt sieht es ein bisschen ausgeglichen aus, immerhin. Und wieder das Cover. Wir bedanken uns für die Prozente bei Luke Harper. So, und wieder der Konter. Und jetzt sind wir am Drücker. Endlich. Snap Suplex erstmal. Und komm, High Risk. Wir gehen High Risk. Der kommt aber definitiv durch hier. Der Moonsault. Der sitzt sowas von. Jetzt müssen wir uns hier erstmal ein bisschen erholen. So, komm her. Bums. So, schauen wir mal, ob wir die Senden auch noch anbringen. Jawohl. Die sitzt natürlich. Und jetzt könnten wir theoretisch den Calfkiller. Aber er ist in den Seilen. Er ist in den Seilen. Und der Calfkiller zeigt mal wieder, dass er der Calfkiller. Ich kann mich nicht damit anfreunden. Ich muss es ehrlich sagen. Wir sollten uns vielleicht mal einen anderen Move suchen. Jetzt aber der Konter des Styles Clash. Und damit hat Harper den Finisher. Gefährliche Situation hier für AJ Styles. Und da schickt er uns erstmal nach draußen. Und das war sein Finisher. Wirklich? Wirklich? Oh. Nee. Da kommt der Finisher. Suicide Dive. Hier auf AJ Styles. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir nicht ausgezählt werden. Autsch. Meine Lieben, ouch. Absolut ouch. So.
AJ Styles ist wieder fit. Mehr oder weniger zumindest. So, komm. Top Rope wieder. Bums. Sehr schön. Und das, wir haben halt leider noch nicht den Signature von Harper gesehen. Ne? Das war der Finisher gerade. War aber auch nicht so schön. Oh oh. Was hat er vor? Will er das Cover? Nee, kein Cover. Ein schöner Tritt in die Magengrube. So. Haben wir jetzt zwar leider ein schönes Reversal verpasst, aber naja, was soll's. Sehr schöner Kick hier von AJ Styles. Jetzt haben wir leider nicht genug Ausdauer, um aufs Top Rope zu klettern, aber das... Dann nutzen wir einfach mal die kurze Verschnaufpause hier. So, Freundchen. Ah, wieder Reversal. Eye Rake. Und das könnte jetzt sehr bitter werden. Das wird auch sehr bitter. Superplex hier. Und das nächste Cover. Und wieder der Kickout von AJ Styles. So, Freundchen. Erstmal eine Runde verschnaufen. Wäre natürlich jetzt sehr geil, wenn wir einfach raushüpfen würden, aber ganz ehrlich, nein, wir dürfen jetzt kein Risiko hier mehr eingehen. Wir müssen jetzt schauen, Harper so gut es geht zu kontrollieren, mit dem Swingy Neckbreaker zum Beispiel. Keeping your opponent off balance. When I see movement like that, I think of WWE Hall of Famers like Rock, a Snooker, Steamboat, and Michaels. So, erstmal ein bisschen Match Wrestling. Und wir haben den Signature. Look how slow he is to recover here. That was some serious punishment. Erstmal schauen, ob wir ihn hinbekommen. Ja, natürlich nicht. Oh, out of nowhere. Looks like he's ganz schlecht. Ganz, ganz schlecht. Er wird es wieder mit dem Cover versuchen, denke ich. Jawohl. Und wieder der Kickout von AJ Styles. Huh. Krasse Begegnung bisher. Hey, nice move. Kommt er raus? Natürlich kommt er raus. Jetzt haben wir den Finisher. Können ihn aber noch nicht einsetzen. Leider Gottes. So, Reversal von Styles. Und das war ganz schlicht. Hat er auch so lange Arme hier, ne? Selbst jetzt der Signature und ich kann ihn nicht... Ich kann ihn nicht kontern. Ich kann ihn nicht kontern. Ich kann ihn nicht kontern. Und wieder der Kickout. AJ Styles hier. Unglaublich. So, komm. Nochmal ein Takedown. Und wir müssen jetzt echt den Sack zumachen. Wir müssen jetzt den Sack zumachen. Sonst wird's das wohl gewesen sein. Styles Clash! Und war es das? Das ist jetzt die große Frage. Können wir ihn bis drei unten halten? Eins, zwei. Ach du Scheiße. Das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut, Leute. Jetzt haben wir richtig Dreck am Stecken hier. Back Suplex. Also jetzt müssen wir wirklich auf Kontrolle hier gehen.
Ein Cover noch. Ich glaube nicht, dass wir uns da nochmal befreien könnten. Snap Suplex. Ah, 4,5 Sterne schon. Richtig geil. So, komm, wir riskieren's. Was soll's? Und der sitzt, der Moonsault. Komm, wir versuchen's. 1, 2, verdammt. Steh auf, Mann! Oh oh. Oh oh. Das war der Finisher. Die Discus Clothesline hier von Luke Harper und das wird es wohl gewesen sein. Das muss es gewesen sein. Ja. Ärgerlich. Man könnte jetzt sagen, das war ein böser Hit, aber... war ein sehr ausgeglichenes Match, muss man sagen, aber im Endeffekt war auch, das war am Anfang sehr, sehr schlecht gespielt und da hat sich eben, ja, quasi der Verlauf des Matches so ein bisschen herauskristallisiert, ne? Am Anfang haben wir halt richtig einstecken müssen und dadurch haben wir letztendlich dieses Match hier leider verloren. It's a win here tonight for Luke Harper. You know, without a doubt, he is among the most dominant guys on the WWE roster right now. Social media is buzzing over this Raw match ever since. Sehr schade. Now that it's over, I actually anticipated it. Natürlich konnten wir auch den Befehl der Authority hier nicht erfüllen. Aber naja, Mund abputzen, weitermachen. Man kann nicht alles gewinnen. Und es kann nur besser werden. Aber scheinbar ist die Story mit Seth Rollins jetzt hier an dieser Stelle vorbei. Zumindest wirkt es so. Naja, schauen wir mal, wie es bei SmackDown aussieht. Vielleicht kommt da demnächst ein neuer Rivale. Im Moment hängen wir so ein bisschen in der Luft. Es geht auf jeden Fall gegen Kane. Und wir sollen bringen die Beine deines Gegners im... Ach, das sind so blöde Befehle, ey. Ach, hör mir auf. Hör mir doch auf. Komm, machen wir Kane fertig. Die Big Red Machine, wie man ihn früher genannt hat. Mittlerweile ist er nicht mehr so maschinenmäßig. Sieht man im Moment auch nur sehr selten. Ich weiß gar nicht, was da los ist. Ob er sich vielleicht eine kleine Pause nimmt. Ist ja auch schon ein bisschen älteres Semester, Kane. Aber auf jeden Fall ein richtig cooler Wrestler, der sich auch... für das Unternehmen nie wirklich zu schade war, ja. Das muss man auch dazu sagen. Und jetzt müssen wir echt wieder aufpassen, ne? Wir müssen schon wieder richtig aufpassen hier gegen Kane. Wir haben schon wieder 2 Reversals verbraucht. The Big Red Monster is a walking nightmare. Tell us your views. So, schön die Lariat hier von hinten. So, nochmal dasselbe Spielchen hier. Und die Senden kommt aber nicht an. Und den müssen wir jetzt leider einstecken hier. Leg Drop von Kane. Schön. Und wir bekommen den halt echt nicht auf die Matte, weil er zu schwer ist, der Schlingel. Und den kann er nicht kontern. Und den ja auch nicht. AJ Styles ist halt einfach auch noch nicht stark genug, ne, um solche Gegner hier hochheben zu können. So, jetzt können wir ein bisschen die Beinchen bearbeiten. Ist doch auch was, oder? Komm, auch wenn's uns... Schubst du uns immer noch weg? Nein, jetzt nicht. Jetzt nicht. Ups.
und schön auf die Beinchen einstiefeln. Ah, schönes Ding. So, und AJ Styles geht nach oben und fliegt und er sitzt und wie er gesessen hat. So, Freundchen, komm her. So, Calfkiller. Und ich muss ihn austauschen. Es hilft alles nichts. In 90% der Fälle ist der Calfkiller ein Rope Break. Und das ist scheiße, Leute. Das ist richtig scheiße. Aber jetzt geht's erstmal. Und der bleibt definitiv der Styles Clash. Den Phenomenal Forearm, ich weiß nicht, ob wir den überhaupt einstellen könnten. Da müssten wir mal schauen. Noch können wir es sowieso nicht, dazu brauchen wir erstmal die Springboard Moves. Aber jetzt müssen wir erstmal ein bisschen einstecken hier noch. So. Down mit dir. Es wäre halt schon mal gut, wenn wir ein paar Befehle der Authority zumindest erfüllen würden. Slack Sweep. Schönes Ding. So, es geht nach oben. Moonsault. Jawohl. Sehr gut. Bisher haben wir hier Kane wirklich schön unter Kontrolle. Absolut. Kein Problem hier im Moment. Ey. Ganz mieser Move hier von Kane. So, jetzt erstmal ein bisschen aufpassen wieder. Mal erholen. Aber ich glaube, die Beinchen bekommst du von dem halt auch nicht wirklich kaputt, ne? So, nochmal der Swinging Neckbreaker. Sehr gut. Und wir gehen nochmal. High Risk. Autsch. Aber gleich wieder der Konter. Und das ist jetzt eine sehr, sehr gute Situation. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Die Gewichtserkennung ist halt echt ein bisschen unfair. Aber was willst du machen, ne? Hat jetzt so ein bisschen das Match hier gedreht. Ah, zieht nochmal den Move an. Ach, komm schon. Halt's auf. So. Freundchen. Und ich kann halt nicht mal den gottverdammten Enziguri zeigen. Den Backflip-Kick, entschuldigt. Nicht mal den kann ich zeigen. Weil Kane einfach zu stark ist, um den Whip-In hier mitzunehmen. So. Keine Reversals mehr hier. Aber dafür ein Finisher. Also ich bin jetzt mal ein bisschen vorsichtig hier. Oh. Scheiße. Ganz schlecht. So, wir haben immerhin wieder einen Reversal. Kane gleich mit dem Signature. Ja, Freundchen. Na, jetzt gehst du erstmal ein bisschen hoch. Nein! Oh, they couldn't find a home for that one. Well, it certainly wasn't due Nein. to the lack of trying, Michael. We're looking at Ouch. Complete domination here. Ouch. Ouch. Spinebuster hier. Was macht er jetzt? Was hat Kane jetzt vor? Was macht er? Kane will sich offensichtlich auszählen lassen.
These are great competitors, great, tremendous gladiators here in WWE. Some of the best superstars that WWE has to offer. Wenn er gehen will, soll er gehen. Jetzt regt er sich noch ein bisschen auf. Komm schon. Und er kommt zurück. Kane kommt zurück. Ja, ich bedanke mich recht herzlich für die kleine Verschnaufpause. Werter Herr Kane. He's too good inside the ring to be out on the floor for long. I don't agree with you, Kane. The figure of Kane is intimidating beyond words. Back suplex. The monster is a combination of your worst nightmares and your harshest realities in one unstoppable force of destruction. Was macht er? The monster will stop at nothing to make sure an opponent has lasting damage from a match with him, so you can never forget the name. So, aufpassen. You know, Michael, your description of Kane may Schön. Have been the most accurate broadcast Schöner Konter. And that includes your Und jetzt AJ. Komm, mach den Sack einfach zu. Mach zu das Ding. Ja, Mann. Und jetzt, komm. Jetzt holen wir uns den Sieg hier. Gegen einen blutenden Kane. 1, 2, 3. Ja, Mann. War doch ein bisschen spannender als gedacht. Definitiv kein Highlight-Match hier, aber ich würde sagen, grundsolide. 3,5 Sterne kann man mal mitnehmen. An amazing contest comes to a close following a decisive pinfall victory. Hey, this isn't just about going out there and making sure everybody's entertained. You gotta win your matches, and that's exactly what happened here. A will to win was on display. And what a way to end this night of SmackDown action. So. Leider haben wir wieder mal den Befehl nicht erfüllt, aber die sind auch blöd im Moment, die Befehle, ne? Könnte ein bisschen einfacher sein. Aber was soll's? Sieg ist Sieg. Und das ist definitiv auch gut so. Wir haben uns wirklich wacker geschlagen hier gegen Kane. Ah, die Niederlage bei Luke Harper, die nagt noch so ein bisschen an mir, muss ich sagen. Aber naja. Wenigstens konnten wir diese so ein bisschen relativieren wieder. Es geht wieder gegen Luke Harper im nächsten Match. Aber das spielen wir dann in der ersten, der nächsten Ausgabe. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Würde mich natürlich sehr über eine positive Bewertung freuen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Ciao.